Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Star Wars Empire at War. Ja, ich starte direkt mal das Spiel, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, weil das letzte Mal hat die Raumschlacht um Yavin ja doch schon etwas Zeit verschlungen. Also nehmen wir direkt unsere Truppen, ohne weitere Umschlag, wobei wir gucken mal eben nach, kann hier nochmal irgendwas aufgerüstet werden. An Raumstationen auf dem neuen Planeten, die wir eingenommen haben. Erwarte Ihre Befehle. Nein, 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 nein. Das sieht nicht so aus. Wunderbar. Gut, gut. Also ab direkt nach unten auf den Planeten. Nach unten auf den Planeten. Auch ein geiles Deutsch. Ach, genau, genau. Ach, ich hasse diese Map. Diese Map hasse ich ja wie die Pest. Ach, da steht schon ein schöner AT-AT. Das lobe ich mir doch. Dann nehmen wir... Oh, wir können direkt ordentlich reinhauen. Unterwegs zu Koordinaten. Ist gut. Bin unterwegs. Nehmen wir nochmal ein AT-AT. Ein paar Truppen hier. So. Was nehmen wir dann noch? Auch ruhig nochmal einen dritten AT-AT. Gebe Koordinaten ein. Und von den Maulern haben wir noch drei. Da müssen wir eigentlich noch nachproduzieren. Ah, diese Panzer können wir jetzt zum Beispiel nicht mehr bauen, weil einfach wir hier auf diesem Planeten sind, der diese für unebenes Gelände, dafür haben wir auch den AT-AT hier. Da können wir dann hier schön mit dem AT-AT rumcruisen. Jawohl. So. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Du kannst direkt auch schon mal ein paar absetzen, also diese Truppen absetzen kann jeder AT-AT. Dieser Planet droht den Rebellen in die Hände zu fallen. Errichtet eine Verteidigungsstellung, die sie in ihre Löcher zurücktreibt. Ja, ja, hab ich vor. Dann könnt ihr da oben mal eben hin. Dann können wir hier schon mal so ein paar Dingsbumsies drauf machen. Ein paar Türmchen bauen. Bereit. Na, komm, komm. Wir warten erstmal eben kurz, bis alle unten sind. Nicht, dass hier jemand sagt, ey, warte auf mich. Ihr fangt ohne mich an. So, jetzt haben wir drei AT-ATs, das sieht doch gut aus. Ich glaube, dann lasse ich ein AT-AT einfach hier unten auf dem Boden zurück. Geschützturm wird gebaut. Zack. Geschützturm wird gebaut. Ein so kleiner Trupp davon lasse ich hier. Seht ihr, da kommen schon die ersten Idioten an, die meinen hier sich gegen AT-AT auflehnen zu können. Dumme Idee. Konstruktion abgeschlossen. Unterwegs zur Rekordärposition abgeschlossen. So. Den einen AT-AT lassen wir hier. Bin unterwegs. Beginne mit Kurzstreckenfeuer. Bombs kaputt. Feuer eröffnet. Geben Unterstützung. Macht kaputt, macht kaputt. Das sind wir diese kleinen Bauern hier. Das ist wieder ein Planet, der den Rebellen Feuer geben ist. Seht ihr hier oben. Die sind, diese Gebäude, die produzieren halt immer so. Alter, ist das schon wieder so ein Mist. Wie befohlen. Waffen aktiviert. Bataillon Bereitschaft. Na, hat auch jetzt bald. Jawohl, jetzt feuern wir. Gott sei Dank. Ich hasse diese Teile. Einheit zerstört. Einheit zerstört. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Ja, das ist... Greife die sind Gegner so widerlich. Die massiv die einfach eigentlich schwach gegen AT-ATs und diese Panzer. Gut. So, einfach direkt noch ein AT-AT. Habe ich kein Problem mit. Bereit. Angriff. Gebe Feuerschutz. So, alle drauf da, alle drauf. Bestätigt. Komm, mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. Wunderbar. Angriff auf dieses Ziel. Und hier direkt immer wieder Nachschub holen. Kann ja nicht schaden. Artillerie online. Verstanden, alles verstanden. Du bleibst zurück. Ja, Sir. Und ihr auch. Jawohl, Commander. So, hier oben, die haben natürlich Panzer, die Schweine. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Das finde ich nicht fair. Nee, da muss ich protestieren. Kann ich nicht gutheißen, dass die Panzer haben. Die AT-ATs, die sind natürlich sehr klobig und langsam. Kommen ein bisschen später nach. Ach nee, das sparen wir uns noch auf. Das wäre jetzt ein bisschen Verschwendung.
Die fliegen wir auch so weg. Feuer. Eröffnet das Feuer. Jetzt wird nämlich der Rückzug an, wie ihr gesehen habt. Diese Matschepampe. Wir sind hier schon wieder diese Soldaten und Schweine. Alter, ich kann schon wieder welche nachholen. Alter, die sterben hier weg. Ja, ein bisschen feierlich ist das. Melde mich wie befohlen. Aha. Ein Tromorlock können wir uns noch holen. So, wir rücken einfach erstmal ein bisschen weiter vor. Mach weg da. Bis dieser ganze Bulk da mal wegkommt, das ist... So, die kommt auch mal nach da oben. Hier stehen wir ein bisschen zentraler hin. Na, und wo kommt ihr? Ah, von da, wunderbar. Gut, das Gebäude ist kaputt. Ich weiß, glaube ich, nicht so ungefähr, wo dann hier auch... ...den Kopf vorne... So, dann kriegen wir euch jetzt alle mit. Jawohl. Hier nochmal einen Geschützturm bauen, wir haben ja das Geld. Roger bestätigt. Da kommt es der entlang, da oben schon das nächste Gebäude. Das soll uns jetzt erstmal nicht weiter rumstören. Ah, da ist unser kaputter Panzer, der eben geflüchtet ist. Der wird nicht mehr länger flüchten können. Zack, 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 die sterben auch weg, die fliegen hier. Den Marschbefehl können wir uns hier einfach mal angucken. Das sieht doch schön aus, die ganze Armee in Bewegung. Bis, da war er wieder weg. Ich hab's doch genau gewusst, ich hab's genau gesehen, Leute. Na, wir nehmen einfach mal hier ein paar ATSPs. Oh, der kommt nicht zurück. Alter! Kommt ihr gut zurück? Böse, böse seid ihr! Böse, böse! Kommt schön zurück hier! So, Schild ist deaktiviert. Das ist gut. Das Bombardement haben wir uns auch gespart. Das können wir jetzt super benutzen, um hier ordentlich Damage zu machen. Also, an und für sich ein schöner Planet, so, ne? So von der Umgebung her würde mir gefallen. Na. Ja, also meistens mache ich die Battlecam eigentlich hier an, damit ich so ein paar Screenshots machen kann. Damit ich für die Thumbnails, damit ich dann hier schöne Thumbnails zusammenkriege. Da sind dann. Dafür ist die Battlecam richtig geil. Wenn man so richtig schöne Screenshots machen will. Da kannst du nichts gegen sagen. So, das Ding ist kaputt. Jetzt mach das Ding mal kaputt. Hier bauen wir wieder schon einen Geschützturm hin. Ja, da kommen wir ganz hier noch nicht raus. Naja, sollen uns jetzt erstmal nicht weiter kümmern. Wir gehen hier einfach erstmal systematisch die ganze Sache ab. Ey, Frank, hier wird nicht geheilt. Na, dann spielen wir mal weg. Die nerven sonst nur wieder blöd. Auch hier, das Ding wieder weg. Brauchen wir das Bombardement überhaupt? Ja, das gönnen wir uns einfach mal. Schön hier, so ein Überflug. So ein schöner Überflug, so aus der Sicht der Thai-Bomber. So, da oben ist noch ein Gebäude, das macht die mir auch mal jetzt wieder kaputt. Oh, das ist schon geschafft, jo. Unten, wo sind die denn jetzt noch, die Kerlchen? Ja, das ist natürlich so ein bisschen eklig, dass ich nicht genau weiß, wo die anderen sind. Wieder so ein Rest, der noch übrig ist, der noch überlebt hat. Jetzt vielleicht mal gucken. Unterdrückungsfeuer? Unterdrückungsfeuer? Was geht denn mit Unterdrückungsfeuer? Ich hab unterdrückte Wut in mir. Gegen die Rebellen. Einheit
Die AT-ATs, die machen auch immer wieder schöne Geräusche hier. Da ist noch einer. Bombs, das Ding ist kaputt. Wir haben noch nicht alle Rebellen vernichtet. Normalerweise kümmern die sich hier oben. Wo seid ihr denn jetzt? Hier ist noch ein Wachterfang. Zack, der ist weg. Wahrscheinlich hier unten auf dem Zwischenplateau sind noch irgendwelche. Kann ich mir gut vorstellen. Oder hier hinten halt noch irgendwo in der Ecke. Da verstecken sich die feigen Schweine, aber gegen unsere Armee haben wir auch keine Chance. Alter, wir haben hier drei und einer ist hier noch. Truppen zur Verstärkung angehen, bereit. Der setzt hier nochmal ein paar ATLs und ein paar Sturmtruppler ab. Wo seid ihr denn? Jetzt sind wir hier einmal im Kreis ge... Wir geben uns zum Ziel. Gehen wir hier nochmal hin. Solange nichts passiert, können wir uns das hier schön ganz gemütlich in der Battlecam angucken. Jawohl, drei AT-ATs, das ist ja wie auf Rot hier. Schwerer Transporter bereit. Diese komischen Artilleriegeschütze-Dinger hier, diese drei hier, die erinnern mich irgendwie wie so ein dicker Käfer. Das ist echt so ein kleiner dicker Käfer, der wäre hier sich über den Boden versucht zu bewegen. Ach, da ist noch eins. Eine Ionenkanone, so eine, wie sie da auch auf Hoch stationiert war. Wo sie sich dann den Weg zwischen den imperialen Schiffen durch freigeschossen haben. Naja, sieht aus wie eine, ja, Gonk, Elektro-Titte, hä? Hier, Elektro-Titte, da ist sie. Wer es kennt. Oh, jetzt ist die Elektro-Titte weg. Das war's mit der Elektro-Titte. Ich bin ja echt gespannt, also ich habe ja den letzten 13 Livestream gesehen und da hat Gronkh ja so komisch angedeutet, er weiß schon nicht, ob da irgendwas von dem Musikvideo oder... Und das ging jetzt flott. Zu dem Musikvideo zu Elektro-Titte irgendwas ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet auf der... auf diesem Event, wo ich leider nicht dabei bin, das finde ich richtig schade. System erobert. Berichtet mir von euren Ergebnissen. Es gibt Hinweise darauf, dass Rebellen Zugang zu zahlreichen verschlüsselten imperialen Daten hatten. Einige davon waren neueren Datums und von höchster Geheimhaltungsstufe. Seid ihr sicher? Sie konnten die meisten Daten löschen, bevor wir sie sichern konnten. Wir haben jedoch einige Dateien über den Todesstern gefunden. Wir sind uns nicht sicher, wie viel sie über ihn wissen. Der Verräter in unserer Mitte ist mächtiger, als wir dachten, wenn er Zugang zu solchen Daten hat. Setzt eure Suche fort. Dieser Rebellensympathisant kann sich nicht ewig verstecken. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Ja, das war's auch schon mal so. Ich mache mir Sorgen, dass die Rebellen zu viel über den Todesstern wissen. Wir haben Beweise dafür gefunden, dass es Moff Kallast ist, der euer Vertrauen missbraucht hat. Selbst jemand von seinem Rang kannte nicht alle Möglichkeiten des Todessterns. Ich habe sichergestellt, dass die Baupläne des Todessterns in Abschnitte unterteilt wurden. Keine Bauwerft kennt mehr als einen Abschnitt. Ihr macht euch zu viele Gedanken, Lord Vader. Die Rebellen werden lernen, dass sie der Macht des Todessterns nichts entgegenzusetzen haben. Nach dem Test werden wir sehen, ob euer Vertrauen berechtigt war, Tarkin. Sorgt dafür, dass keine vertraulichen Informationen mehr in die Hände der Rebellen gelangen. Bringt mir diesen Moff Kallast. Einsatzlogbuch aktualisiert. So. Ah, Zerreden. Dann rüsten wir noch einfach mal hier in der Nähe wieder ein bisschen auf. Damit wir hier von dem Planeten nicht direkt angegriffen werden können. Aber jetzt ist nur dieser eine Planet da hinzugekommen. Was bedeutet... Ihr seht ja, wir den Großteil der Galaxie... den beherrschen wir schon. Und ich denke mal, jetzt kommen eigentlich nur noch so... maximal zwei, drei neue Planeten pro abgeschlossene Mission dazu, Kreuzer, weil wir einfach nicht mehr so viele haben. Kreuzer meldet sich.
Und wir nähern uns so langsam, denke ich, auch dem Ende entgegen. Konstruktion abgeschlossen. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aufbau so ein paar Missionen haben wir noch, aber allzu lange kann es, glaube ich, nicht mehr dauern. Schade, da habe ich das schon wieder durchgezockt. Naja, so schnell kann das gehen. So schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß an einer Sache hat. Genauso wie ich. Das war eine perfekte Überleitung zu meiner Handyuhr hier. Die zeigt mir schon wieder an, dass es Zeit ist, die ganze Sache hier abzuspeichern. Und das werden wir natürlich auch so schnell es geht wieder tun. Das ist dann Nummer 20. Speichern. Speichert. Ja, und wie immer, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Nachmittag, schönen gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich immer, wenn es euch gefallen hat. Konstruktive Kritik auch gerne gesehen, wenn sie wirklich intelligent und konstruktiv ist. Und ja, ansonsten abonnieren gerne auch, Freunden zeigen das Video, wenn es euch gefallen hat. Und möge die Macht der dunklen Seite mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, euer Bugs. Tschüss.